Hallo meine Freunde, grüßt euch, hier Rolf von Teneriffa. Heute ist Thema, ich sage es einfach mal so, das kleine bisschen macht doch nichts. Ja, was meine ich damit? Das kleine bisschen macht doch nichts. Das ist ein ziemlich bitter Spruch, glaube ich, oder denke ich, oder was auch immer. Nun, worum geht es? Zum Beispiel, wenn ich ein Glas Wein trinke, dann weiß ich ja, der Alkohol, jedes Mal, wenn ich ein bisschen Alkohol trinke, stirbt auch ein bisschen Gehirnzellen, sind ein paar wenige. Dann sage ich ja jedes Mal, ach, die paar wenigen Gehirnzellen, macht doch nichts, macht doch nichts, macht doch nichts. Ich habe ja eh so viele und das Gehirn, ich habe ja ganz, ganz viel Gehirn und sowas und ich nutze eh nur ganz wenig davon. Also macht's doch nichts, wenn da von denen, egal was ich auch davon benutze, ein bisschen was stirbt, macht doch nichts, macht doch nichts. Das kleine bisschen macht doch nichts. Jetzt sind wir bei dem Thema Alkohol. Es ist immer ein kleines bisschen, nicht wahr? Jeden Tag ein kleines Gläschen oder vielleicht auch nur einmal in der Woche immer ein kleines Gläschen. Selbst das kleine Gläschen in der Woche sind dann am Ende vom Jahr ziemlich viele Gläschen und das ist immer dann ein kleines bisschen macht doch nichts. Und jetzt, ja, ich wohne hier auf Teneriffa und in einer Weingegend und da sieht man das halt eben, dass hier einige Menschen leben, die so alt sind wie ich, aber dann bald nach 10 Jahren älter oder noch viel älter aussehen, wo man sagt, wie kommt denn das? Und das kommt von dem, ich sag's ganz einfach so, dem kleinen bisschen macht doch nichts. Ein bisschen Alzheimer, dieses, jenes. Leutchen, die, meine Tochter sagt so süß, die halten nicht sehr lange. Ja, sie halten nicht sehr lange, weil sie regelmäßig ihr kleines Gläschen trinken. Das kleine Gläschen macht doch nichts. Nun ja, dieses macht doch nichts. Und wenn es nur ein Gläschen im Leben wäre, dann könnte man vielleicht schon sagen, macht vielleicht nichts, das bisschen. Aber es ist es leider nicht. Es ist halt eben dann doch eine riesen Menge an der Summe am Ende. Und diese riesen Menge, die macht dann sehr wohl sehr viel. Und jetzt habe ich halt Alkohol angesprochen. Gut. Es gibt das andere Thema, genauso wie bei dem Glutamat zum Beispiel, gibt es auch. Das kleine bisschen Pulver Glutamat macht doch nichts. Kriege ich noch nicht mal das Kopfweh vielleicht. Wenn ich nur ein bisschen davon esse, nur eine halbe Chipstüte esse oder sowas. Das kleine bisschen macht doch nichts. Und dann esse ich aber ja jedes Wochenende vielleicht eine Chipstüte. Das kleine bisschen macht doch nichts. Okay, jetzt habe ich ein Gläschen Alkohol, meine Chipstüte mit meinem Glutamat, meinen Kuchen mit dem Zucker, das Cola, irgend sowas, die Limonade mit Aspartan oder sowas. Jedes Mal das kleine bisschen macht doch nichts. Und jetzt schaue ich mir die ganzen vielen kleinen bisschen an. Es ist jedes Mal nur ein kleines bisschen. Darmbrot, ein bisschen Konservierungsstoff, das mir nicht ganz so gut tut, aber das kleine bisschen macht ja nichts. Oder kaufe ich mir irgendwelche geschwefelten Früchte, Äpfel, Obst, geschwefelt, das kleine bisschen macht doch nichts. Es ist jedes Mal nur ein kleines bisschen. Und jetzt habe ich plötzlich eine Multimischung an Giften, eine richtige Variation von kleinen Mengen. Klar, jede kleine einzelne Menge macht ja nichts, scheinbar. Und dann sehen wir, dass dann die Menschen dann plötzlich dann doch nicht so alt werden, die das Zeug so essen, Diabetes kriegen, Alzheimer und was die ganze Bandbreite hergibt. Jedes Mal, die kleine Menge macht doch nichts. Nun, ich glaube, das sollten wir ein bisschen ändern, dieses macht doch nichts. Dann doch anderes Denken, dass wir sagen, diese kleine Menge macht sehr wohl was. Und wenn ich dann sage, diese kleine Menge macht was, das Alkohol macht mir was, das Aspartan macht mir was, das Glutamat macht mir was, wenn ich das hier weiß, dann. Und ich dann diese Menge an diesen vielen Varianten an Giften, die ich zu mir nehme, wenn ich das dann betrachte, dann, ja, das macht es sehr wohl was. Und
Wie gesagt, gleich hier in dieser Weingegend, wo ich hier wohne, da sieht man das leicht an den Leutchen, die gar nicht mal so alt sind. Und dann die Hände zittern oder was auch immer. Ich habe jetzt auch jemanden gesehen, der wohnt neben der Bananenplantage, der wird halt ein bisschen gesprüht. Jetzt kleine bisschen Gift macht ja nichts. Hier in der Weingegend, der wird halt eben Schwefel gestreut die ganze Zeit, damit das Ungeziefer von dem Wein wegbleibt. Die kleinen Mengen machen ja nichts. Und naja, das ist halt eben nichts. Ja. Wenn du es dann weißt, dass diese kleinen Mengen nicht so gut sind, dann denkst du vielleicht anders. Ciao, ciao!